Guten Abend, meine Freunde. Heute möchte ich mich mit einem Thema an euch wenden, was ich schon seit einiger Zeit oder seit einigen Jahren in Vorbereitung hatte. Nennen wir dieses Video die Invasion des Inkubus/Succubus. Wie fange ich an? Ich erzähle es mal so. Schon immer liebte ich es, alten Leuten zuzuhören, wenn sie von Erlebnissen bzw. Geschehnissen aus ihrer Vergangenheit erzählten. Als ich selbst klein war, hörte ich mir viele Geschichten an. Alte Legenden, Erzählungen von Geistern, Sichtungen, unheimlichen Vorkommnissen, die oft jenseits unserer Schulweisheit lagen. Ich muss dazu sagen, meine Eltern besaßen damals noch Kohleöfen. Vater hat ja auf Zeche gearbeitet. Und im kalten Winter saß ich oft als kleines Kind allein mit meiner Oma daheim. Geschwister waren in der Schule. Ich war noch zu jung. Der Ofen knisterte, draußen pfiff der Wind ums Haus. Und ich muss sagen, ich liebte diese Atmosphäre schon damals. Ja, und während meine Oma Kartoffeln schälte und das Mittagessen zubereitete, da erzählte sie mir oft Geschichten, die sich laut ihrer Aussage damals auch wirklich zugetragen hatten. Und ich hörte dabei immer wie gebannt zu. Sie erzählte mir vom Elend des Krieges oder von Bombenangriffen, erzählte mir, wie eine junge Frau mit ihr in den Bunker ging, als der Bombenalarm anfing. Diese Frau, diese junge Frau ging mit langem schwarzen Haar in den Bunker und dieselbe Frau kam dann morgens zitternd und mit schlohweißem Haar aus dem Bunker heraus. Oder meine Oma erzählte mir, wie nach dem Krieg überall Leichen herumlagen und die Raben saßen dabei, versuchten, das Fleisch von den Leichen zu picken. Und meine Oma erzählte mir, dass die Raben spürten, wie die Seelen aus den Toten herausschwebten. Und wie die Raben zu den Seelen die Worte komm mit, krächzten. Ich bekam eine Gänsehaut, wenn sie mir solche Geschichten erzählte. Aber ich habe viele unheimliche Geschichten damals gehört. Und eine davon habe ich bis heute nicht vergessen, und zwar, wenn meine Oma mir von dem Alpdruck erzählte. Der Alpdruck ist eine dunkle, dämonische Gestalt, die sich des Nachts auf schlafende Menschen legt, ihnen den Atem raubt, sie auch tötet, sie vergewaltigt, sie schwängert und so weiter. Das Vergewaltigung schwängern ist nicht direkt der Alpdruck, sondern zu diesem speziellen Dämon kommen wir gleich noch. Aber fangen wir erstmal damit an, dass diese Art von Phänomen weltweit existiert und bekannt ist. Egal in welches Land ihr kommt, jeder hat dort seine eigene Version des Alpdrucks. Selbst in Afrika kennt man ihn unter dem Namen Popobawa. Und die Legende besagt, dass man den Popobawa los wird, indem man seinen Mitmenschen davon erzählt, dass man von diesem jenen Dämon geplagt wird. Sogar in Chile kennt man ihn, dort nennt man ihn den Trauco und Opfer beschreiben ihn als hässliche, kleine, menschenähnliche Gestalt, die vorwiegend Frauen belästigt und angreift. Und viele der dortigen Opfer behaupteten oder behaupten noch heute, von dem Trauco schwanger geworden zu sein. Auch in Ungarn zum Beispiel kennt man ähnliche Phänomene unter dem Namen Liderk. Er wird dort auch als Satans Liebhaber bezeichnet oder ist dort unter dem Namen bekannt. Die Opfer dort beschreiben ihn als menschenähnliche Gestalt, die beim Verlassen des Zimmers jedoch Pferdehufe ähnliche Fußspuren hinterlassen. Bevor ich
Mehr ins Detail gehen, muss ich darauf hinweisen, dass ich mir natürlich im Vorfeld auch angehört habe, was die Wissenschaft zu solchen Themen sagt. Und diese nennen oder benennen solche Phänomene meist als Schlafparalyse. Und nachdem ich einige Dokumente durchgegangen bin, beziehungsweise mir einige Schriften durchgelesen habe, studiert habe, fiel mir auf, dass die Wissenschaftler wie so häufig im Grunde nur mit einem Haufen Fremdwörter um sich werfen, die eigentlich nichts weiter sind als leere Worte. Es heißt dort, die Schlafparalyse wird durch falsche Schlafrhythmen ausgelöst oder durch Vererbung oder durch psychischen Druck. Natürlich wird auch wieder mal die Schlafparalyse mit Schizophrenie in Verbindung gebracht, was einfach nur Unsinn ist, denn bei den meisten wirklichen Untersuchungen konnte bei den Opfern keinerlei Ansätze von Schizophrenie festgestellt werden. Die Opfer, die darunter leiden, würden sich das Gefühl, gelähmt zu sein oder festgehalten zu werden, nur einbilden. Auch die Berichte, die besagen, dass schwarze Gestalten gesichtet worden sind oder in den Ecken hockten oder gar auf der Brust des Schlafenden sitzen, um ihn dort die Luft abzudrücken oder gar das Opfer sexuell missbrauchen, das alles seien reine Halluzinationen. Und Lösungen seien Tests in Schlaflaboren, die Rückführung auf regelmäßigen, gleichbleibenden Schlafphasen und in erster Linie das Klarmachen, dass es sich dabei um reine Halluzinationen handeln würde. Und natürlich, wen wundert's, dem Verschreiben von Psychopharmaka, Antidepressiva und so weiter. Weiterhin konnte ich nachlesen, dass laut der Wissenschaftler oder der Ärzte bei Schlafparalysen noch nie wirklich irgendwelche Menschen zu Schaden gekommen wären, wo wir natürlich direkt einhaken müssen, denn das ist eine reine Lüge. Fakt ist, dass es zahlreiche Berichte gibt, wo Menschen infolge einer angeblichen Schlafparalyse gestorben sind. Erstickt, durch einfach an Angst gestorben, Herzinfarkt und weitere sehr merkwürdige Todesfolgen sind davor zu finden. Kurios ist auch Folgendes. Wie ihr wisst, war ich vor meiner Zeit als Christ ein großer Horrorfan. Ich beschäftigte mich jahrelang mit solchen und ähnlichen Phänomenen. Aber nicht nur aus dem Bereich des Horrors, sondern ich las auch Bücher über Reinkarnation, über Aliens. Und natürlich etliche Bücher auch über Menschen, die von Entführung erzählten. Wir haben es ja auch in so Serien wie Akte X immer wieder gesehen. Also Menschen, die erzählten, von Aliens entführt, gequält, teilweise geschwängert worden zu sein. Was mir damals noch nicht auffiel, war die Tatsache, dass die Alien-Entführung sich im Grunde mit Berichten des Albdrucks zu 99% deckten. Frauen und Männer erzählten dort in den Alien-Geschichten, dass sie des Nachts kleine, dunkle Gestalten am Bett sahen. Andere fanden sich auf Seziertischen wieder, glaubten, sich in irgendwelchen Raumschiffen zu befinden. Andere behaupteten sogar, sie hätten mit den Außerirdischen kommuniziert, meist nicht verbal, sondern über Gedankenübertragung und so weiter. Aber alle Opfer erzählten, dass sie sich in einer Art Lähmungszustand befanden. Und Frauen berichteten meistens, dass ihnen Embryos eingepflanzt wurden. Männer hingegen, dass ihnen Samen entnommen wurde. Beide, Männer und Frauen, beschrieben den jeweiligen Zustand jedoch als extrem traumatisch und negativ. Einige berichteten sogar, dass die Aliens von ihren Welten erzählten, dass ihre Planeten kurz vor der Vernichtung oder der Zerstörung stünden
sie selbst unfruchtbar seien und deshalb den Menschen ihre Brut einpflanzen müssten oder Samen der männlichen Menschen bräuchten. Alles schön und gut. Viel mehr stand in den Büchern auch nicht. Bei weiteren eigenen Recherchen fand ich jedoch heraus, dass viele von den Opfern davon berichteten, dass sie im Zustand der Lähmung aus Angst nach Jesus riefen, beziehungsweise dass dieser ihnen zu Hilfe kommen solle oder beistehen solle. Und in 99,9% aller Fälle hieß es, dass die Aliens sofort abließen oder gar sich in Luft auflösten. Und als ich das las, da wurde mir klar, was die meisten Christen heutzutage eh längst wissen, nämlich Aliens existieren nicht wirklich. Außerirdische oder was uns die Medien oder die Hollywood-Filme und Serien als Außerirdische verkaufen wollen, sind in Wirklichkeit unreine Geister und Dämonen, die sich natürlich, weil sie die Menschen verwirren wollen, als Aliens ausgeben, um von der Existenz Gottes abzulenken. Und genauso macht es ja auch gerne die NASA oder die Medien. Tausend von Filmen, tausend von Serien über Außerirdische, wie gesagt Akte X, was es da alles so noch so gab. Aber in keinem dieser Filme oder Serien wurde auch nur ein einziges Mal erwähnt, dass diese Aliens in Wirklichkeit Dämonen sein könnten. Warum, frage ich euch, sollten Außerirdische, die von irgendwelchen fremden Planeten oder fremden Galaxien kommen, warum sollten solche Wesen Angst vor dem Namen Jesus Christus haben? Ganz einfach, weil sie nämlich gar nicht aus fremden Galaxien kommen, sondern sie kommen aus der Hölle, aus dem spirituellen Bereich. Und dass sie geschickt wurden vom Satan, dem Lügner, dem Ankläger und Betrüger, erzählen sie infolgedessen den Menschen natürlich auch Lügen. Aliens, ich wiederhole es nochmal ganz laut und deutlich, Aliens sind in Wirklichkeit Dämonen und unreine Geister. Aber zurück zum Albdruck. Damals fiel mir ein Horrorroman in die Hand. Ich habe ja Horrorromane, Gruselromane verschlungen. Ich glaube, den ich meinte, der war aus der Reihe Larry Brand, falls das irgendjemand was da draußen sagt. Der Titel lautete ebenfalls Der Albdruck und auf dem Titelbild war eine schlafende Frau und auf ihrer Brust saß oder kniete eine schrecklich aussehende Gestalt mit deformierten Gliedmaßen. Und mich faszinierte dieses Cover damals und ich besorgte mir viele Informationen über diese Materie, Bücher, Berichte, alles was ich finden konnte. Einfach damals noch nicht aus christlichen Gründen, sondern weil mich damals aus dem Bereich des Übernatürlichen interessierte. Ich selbst muss dazu sagen, dass ich einige Begegnungen mit einem Succubus hatte, schon ganz früh. Aber dazu, bevor ich dann näher darauf eingehe, möchte ich die genaue Terminologie noch einmal umschreiben. Denn der Albdruck selbst ist eher ein sexloser Dämon. Ihm geht es nicht um sexuelle Energie, sondern ihm geht es lediglich darum, seine Opfer zu töten, zu ersticken. Anders wie der Succubus oder der Inkubus. Der Succubus, das Wort Succubus bedeutet so viel wie der, der unten liegt. Inkubus hingegen bedeutet der, der oben drauf liegt. Der Inkubus, dieser männliche Dämon, der greift Frauen an. Es heißt, er schwängert die Frauen im Schlaf und laut Erzählungen können sich daraus im schlimmsten Falle dämonische Bastarde entwickeln, halb Mensch, halb Dämon. Es gibt sogar abartige Videospiele zu diesem Thema. Wer sich dafür interessiert, ich war früher ein sehr begeisterter Videogamer. Die Reihe Devil May Cry ist zum Beispiel ein sehr negatives Beispiel, wo so ein Halbbastard
den unwissenden Spieler sogar als Held verkauft wird. Der Succubus ist die weibliche Form des Dämons. Viele sagen, dass der Inkubus und der Succubus eigentlich ein und derselbe Dämon sind, aber da es sich bei diesem Dämon um eine Art Shapeshifter handelt, also ein Dämon oder ein Dämon, der seine Form verändern kann, treten sie jeweils, je nachdem, wer ihre Opfer sind, in weiblicher Form oder in männlicher Form auf. Wie gesagt, je nachdem, auf welche Art von Opfer sie es abgesehen haben. In früheren Legenden wurden diese schrecklichen Wesen stets als hässlich aussehend beschrieben, aber in heutigen Berichten hört man davon, von Zeugenaussagen, dass diese Gestalten eher in sehr aufreizender, sexuell aufreizender Form auftreten. So wird der weibliche Succubus zum Beispiel oft als eine Art vom optischen, eine, fast schon als eine Art Domina in schwarzer Kleidung beschrieben, jedoch mit Fledermausflügeln, teilweise Hörnern oder auch mit einem Reptilienschwanz. Also da weichen die Berichterstattungen je nachdem etwas ab. Aber wie gesagt, wenn das wirklich stimmt und er seine Form wandeln kann, dann variiert das natürlich, je nachdem. Der Alpdruck jedoch wird meistens als schwarze oder dunkle, formlose Gestalt beschrieben, mit hypnotischen Augen, furchteinflößenden Augen. Und ein Mann, ich habe da einen Bericht gefunden, ein Mann beschrieb, dass er seit vielen Jahren Besuch von einem Succubus schon als Kind, und dieser Succubus kam ebenfalls als kleines Mädchen zu ihm, und er nannte sie erst seine oder benannte sie als seine imaginäre Freundin, was wir auch sehr häufig antreffen oder was, wovon man ja auch sehr viel hört. Also Eltern da draußen, aufgepasst, wenn eure Kinder euch von imaginären Freunden erzählen. Diese Geister sind in Anführungszeichen sind nicht freundlich und sie wollen euren Kindern nichts Gutes. Zurück zu dem Mann. Der Mann erzählte, dass das Mädchen ihm schon als kleiner Junge, als er noch ein kleiner Junge war, erzählte, dass er später, wenn er in der Pubertät kommen würde, sie ihn oder sie er durch sie wunderschöne Erfahrungen machen würde und sie ihm zeigen würde, was er alles so mit Frauen anstellen müsse. Und später berichtete er wahrhaftig, dass er häufig wechselnde Sexpartnerinnen hatte und jedes Mal, wenn er mit irgendeiner Frau Sex hatte, seine imaginäre Freundin quasi neben ihm stand oder über ihm schweben würde und ihm sowie auch den anwesenden Frauen jedes Mal die Lebensenergie absaugen würde. So viel dazu. Die Succubus-Erscheinung, die ich damals hatte, erschien mir stets erst immer als wunderhübsche, sehr erotische Frau. Später dann änderten sich jedoch oder änderte sich ihre Gestalt. Und damals als Teenager entpuppten sie sich in meinen Träumen oder Visionen meistens als Art Vampire. Legenden sagen übrigens aus, dass Inkubus und Vampire ähnliche Dämonen sind. Übrigens, wenn ihr den Film Gremlins kennt oder den lustig fandet, oder viele hatten sogar als Kind diese Gremlins oder diesen Mogwai als Stofftier, dann lasst euch sagen, dass der angeblich so niedliche Mogwai, wie er in dem Film hieß, in Wirklichkeit nichts anderes ist als die chinesische Version eines Succubus. Wissen die meisten nicht. Ja, aber so typisch wird in Hollywood gearbeitet. Denn dort lieben es die satanischen Produzenten und was weiß ich, wer da im Hintergrund noch seine Pfoten im Spiel hat. Die lieben es, das Böse zu verharmlosen, es als süß oder niedlich darzustellen. Siehe ja auch Schön und das Biest, sämtliche Walt Disney-Filme. Oder ganz aktuell Maleficent, die Rolle, die Angelina Jolie dort zum Besten oder eher zum Schlechten gibt, ist ganz offensichtlich die eines Succubus.
Denn genau so wird er ja in der Folklore beschrieben. Nicht ganz abwegig von ihrer Natur her, erzählte sie doch einst in einem Interview, also Angelina Jolie, dass sie um ihren Hals in einem kleinen Fläschchen das Blut ihres Verlobten trägt oder mit sich tragen würde. Ja, was sage ich dazu? Wenn ihr mich fragt, habe ich selbst nie verstanden, was Männer an Angelina Jolie sexy fanden. Wenn ich diese Frau anschaute, bekam ich stets einen Schauer. Ich fand immer, dass er etwas extrem Böses von ihr ausging. Aber naja, das nennt man halt nicht physisch sehen, sondern spirituell. Naja, die kommen wir auf meine Begegnung mit den Succubus zurück. Die letzte Begegnung mit einem Succubus hatte ich vor Jahren. Das war, als ich ganz frisch Christ war. Und ich muss ehrlich sein, damals hatte ich meine Pornosucht noch nicht im Griff. Und in meinem Schlafzimmer befanden sich auch noch viele Gegenstände, Filme oder Objekte, die natürlich einen Alpdruck bzw. einen Succubus auch anzogen. Jedenfalls fing es damals bei mir mit Träumen an, die erst sehr harmlos schienen. Es fing so an, ich träumte von einer kleinen schwarzen Katze. Ich hatte damals noch selbst noch keine Katze und fand diese Katze einfach nur süß. Ja, habe mir bei dem Traum nichts gedacht. Kurz darauf, einige Tage später, hatte ich erneut einen Traum und im Traum traf ich erneut diese kleine schwarze Katze. Nur diesmal war zum Unterschied, fing diese schwarze Katze plötzlich auf unheimliche Weise an, mit mir zu sprechen, was mich im Traum selber schon sehr stutzen ließ. Weitere Träume später verwandelte sich dann diese Katze plötzlich und nun war sie keine süße Katze mehr, sondern aus ihr wurde eine Mischung aus wollüstiger Frau und schwarzer Katze. Eine Art Mischwesen, Werkatze. Schwer zu beschreiben. Und im nächsten Traum fiel dieses Wesen dann auch über mich her. Ich konnte selber nichts tun. Ich wurde im Schlaf von diesem Succubus quasi vergewaltigt. Ich habe diese Vergewaltigung nicht als eine Art direkte Lähmung erlebt, sondern aber es war auch nicht direkt wie ein Traum. Ich wusste gleich, dass es mehr war wie ein Traum. Und während der Vergewaltigung bekam ich dann sogar auch einen Orgasmus. Und genau das war der Moment dann, wo ich wach wurde. Und mir war sofort damals klar, dass es sich dabei um eine dämonische Attacke gehandelt hat. Und ich ging sofort auf die Knie, betete, wusch mich, ging wieder ins Bett. Und am anderen Morgen warf ich erstmal alles aus dem Schlafzimmer raus. Also sämtliche Gegenstände, wo ich dachte, die könnten gegen Gott sprechen. Edelsteine, Horrorfilme, CDs, Poster mit Monsterfiguren oder aus irgendwelchen Videospielen, Figürchen, Filme. Und mir war auch ganz klar, dass ich endgültig die Pornosucht in den Griff bekommen musste. Denn Gott offenbarte mir, dass ich dadurch Tür und Tor öffnete für diesen Succubus oder geöffnet hatte bereits. Klar. Ja, und ich betete ohne Unterlass gegen diesen Succubus, denn es war eine sehr erschreckende Erfahrung für mich. Ich fastete, ich fing an zu fasten und ich achtete genau darauf, was sich an Gegenständen in meinem Schlafzimmer befand. Ja, und heute kann ich sagen, euch oder euch sagen, dass ich diesen Succubus zum Glück nie wieder gesehen habe. Kommen wir dazu, was sind die Ziele dieses Alpdrucks oder des Inkubus, des Succubus? Er oder sie, bleiben wir erstmal beim Er, will euch natürlich töten, eure Lebensenergie haben, den Atem rauben, euer Herz zum Stillstand bringen. Alpdruck, Inkubus oder auch Succubus unterstehen direkt dem Teufel. Das heißt, ihre Aufgabe ist es, zu zerstören, zu verwirren, zu stehlen, von Gott wegzubringen, zu vernichten. Gefährlich ist es, wie gesagt, wenn euch der Inkubus, oder wenn jetzt zum Beispiel im Traum, wenn ihr eine Frau seid, passt auf, wenn euch der Inkubus im Schlaf ein Kind zeugt oder der Succubus halt euch den Samen raubt. Denn
Der Inkubus oder der Succubus, die sie wollen Bastarde zeugen. Sie wollen Mischwesen zeugen. Auch müsst ihr euch vorsehen, wenn ihr immer und immer wieder Besuch von einem Inkubus bekommt, denn er wird euch laut Berichten in den sexuellen Wahnsinn treiben, sodass eure Gedanken sich lediglich nur noch um Sex drehen. Weshalb ich auch erneut vor Hurerei warnen muss oder ständigen Partnerwechsel. Aber dazu gleich mehr. Im Grunde genommen könnte man jetzt schon bereits zum Ende kommen und sagen, ja, ist ja alles im Grunde nur Legende, ist Folklore, ist Hörensagen, sowas gibt es ja nicht in echt. Das Problem an der Sache ist nur, dass mehr und mehr Menschen mir von solchen Angriffen berichten. Ich höre mehr und mehr davon, wie Menschen mir erzählen, dass sie nachts plötzlich aufwachen, unfähig sind, sich zu bewegen. Und sie wissen genau, dass es sich nicht um Halluzinationen handelt, wie wir zuvor gelesen oder wie ich vorgelesen habe, sondern sie merken gleich, dass da etwas nicht stimmt, dass da etwas Böses im Raum sich abspielt, dass quasi Albträume aus der Kindheit oder aus der Vergangenheit wahr geworden sind. Sie spüren, dass ihnen die Luft wegbleibt. Sie sehen schwarze Gestalten an ihrem Bett oder neben ihrem Bett stehen oder noch schlimmer auf sich sitzen oder auf sich liegen, spüren sie diese Gestalten. Ich hörte sogar von Müttern, die mir berichteten, dass sie dunkle Gestalten im Schlafzimmer ihrer Kinder beobachtet haben oder gehört haben. Und in meinen Recherchen erfuhr ich, dass es etwa 11% aller Menschen oder dass 11% aller Menschen in ihrem Leben mindestens einmal eine Erfahrung mit einem Albtruck bzw. Inkubus oder Succubus haben. Das hieße, dass etwa jeder zehnte Mensch auf dieser Erde eine Begegnung mit diesen Biestern hatte oder haben wird. Diese Zahlen, die ich da gesehen habe, sind allerdings schon etliche Jahre alt. Und inzwischen fiel mir, wie gesagt, auf, dass die Zahlen um einiges gestiegen sein müssen, denn nahezu fast alle meine Geschwister in Jesus und auch Nicht-Christen erzählen mir von solchen negativen Attacken mit diesem Traumdämon. Warum, fragen wir uns, steigen die Zahlen der Attacken? Dafür gibt es etliche Gründe. Wir befinden uns in der Endzeit. Die Macht des Bösen wächst, bevor sie gebrochen wird, bevor Jesus schließlich zurückkommen wird und unter anderem den Satan vernichten wird. Dann wächst das Böse auch in den Menschen oder die Bereitschaft zum Bösen, zur Rebellion. Mehr und mehr wird weltweit das Böse glorifiziert. Ich trockene Kehle. Und alle Gebote und Ordnung Gottes, die werden von den Menschen oder von den Medien als langweilig und veraltet verkauft. Ja, und dadurch hat Satan und seine Bluthunde, die haben oder gewinnen mehr und mehr an Autorität. Und in den ganzen Familien herrscht nicht mehr die Ordnung Gottes. Wir sehen zerrüttete Familienverhältnisse. Solche Verhältnisse gehören heutzutage an der Tagesordnung. Und kommen wir gleichzeitig auch zu den Gründen, warum mehr und mehr Menschen überhaupt Angriffe dieses Dämons erleben. Und die meisten Menschen tragen ihre Gottlosigkeit inzwischen wie eine Krone vor sich her. Und damit geben sie natürlich dem Albdruck oder dem Inkubus, dem Succubus oder dem Bösen an sich die Autorität in ihr Leben zutreten. Und falls ihr selber Angriffe dieses Dämons habt, dann müsst ihr überprüfen, was ihr getan habt oder was ihr tut, um diesem Dämon die Türen oder die Tore zu öffnen. Denn dieser Dämon kann nicht in euer Leben treten, wenn ihr zu 100% nach Gottes Geboten lebt. Ich habe lange darüber nachgedacht, ich habe recherchiert, ich habe gelesen, ich habe nach Erkenntnis gebeten, ich habe gebetet. Ich habe dieses Thema seit einigen Jahren hier in meiner Schublade oder in meinem Kopf gehabt. Aber bevor ich dazu ein komplettes Video machen wollte, musste ich selbst erst einige Jahre mit Jesus wandern, um zu erkennen und zu verstehen, wie dieses Prinzip des Inkubus funktioniert.
Ja, und jetzt, wie gesagt, bin ich jetzt seit 6 Jahren dabei, bin seit 6 Jahren neugeborener Christ. Für viele da draußen mag das keine lange Zeit sein. Übrigens hier, falls ihr wundert, wo meine Nase hier so rot ist, ich habe die Schublade des Schranks davor bekommen, die ist fast gebrochen, die Nase. Also nicht, dass ihr denkt, was hat der denn da für eine komische Nase? Das sind so Sachen, die in meinem Leben passieren. Macht euch da keine Gedanken. Also wie gesagt, 6 Jahre scheinen für viele da draußen keine lange Zeit zu sein, aber die meisten Menschen steckten oder stecken nicht in meinen Schuhen und wissen auch nichts von meinen eigenen Kämpfen. Aber hiermit möchte ich euch nun mitteilen, was meine Erkenntnisse bezüglich des Albdrucks, des Inkubus und des Succubus sind, meine Erkenntnisse. Die häufigsten Attacken, habe ich festgestellt, haben Menschen, die rauchen oder die in ihrer Vergangenheit geraucht haben. Noch schlimmer wird es oder ist es, wenn ihr im Bett bzw. im Schlafzimmer raucht. Der Alpdruck sowie auch der Inkubus oder der Succubus greifen verstärkt die Atemwege an oder versuchen euch den Atem zu rauben bzw. greifen die Lunge an. Die Autorität dazu gebt ihr ihnen, wenn ihr durch Rauchen oder auch durchs Kiffen zum Beispiel dem Bösen Tür und Tor öffnet. Zum Beispiel meine eigene Frau hat Angriffe oder hatte Angriffe eines Inkubus, seit sie angefangen hat, in ihrem Bett zu rauchen. Wenn sie bei mir übernachtet, bei mir wird nicht geraucht, in meinem Schlafzimmer wird nicht geraucht, hat sie auch keine Angriffe. Ich muss es nochmal erwähnen, Rauchen ist alles andere als eine Lappalie. So viele Christen rauchen und denken, ja, das ist eines der kleineren Sünden. Das ist nicht so, insbesondere auf spiritueller Ebene, aber auch auf physischer Ebene. Ihr habt, oder die meisten da draußen haben keine Ahnung, was für gefährliche Chemikalien Tabak enthält oder was für gefährliche Chemikalien Tabak beigesetzt wird. Aber ich weiß, dass diese Chemikalien für Dämonen sind wie Blut für einen weißen Hai. Noch schlimmer locken diese neuartigen Shisha-Dinger-Dämonen an, diese elektronischen Zigaretten, die bringen euch Legionen von Dämonen. Weitere gefährliche Tore für diesen Dämon öffnet man sich, wenn man häufig wechselnde sexuelle Beziehungen hat, insbesondere wenn man diese Beziehung im Schlafzimmer durchführt. Ich muss dazu noch sagen, jedes Mal, wenn ihr außerhalb der Ehe mit einem anderen Menschen Sex habt, habt ihr gleichzeitig im spirituellen Sex mit all den vorherigen Sexpartnern dieses Menschen, mit denen ihr Sex habt. Und ihr öffnet euch selber für all die unreinen Geister und Dämonen, die euer Sexpartner in seinem Leben hatte. Und diese Partner, die Dämonen dessen Partner, die habt ihr auch auf euch. Ihr zieht euch also Legion an, durch einmal Sex mit irgendeinem Fremden zu haben. Habt ihr sofort Legion, wenn ihr schlechte Karten habt. Dann natürlich müssen wir auch zu sprechen kommen auf gottlose Gegenstände oder Götzenbilder, Götzengegenstände, Götzensymbole, falsche Götter, wenn ihr die im Schlafzimmer oder in der Wohnung aufgebaut habt. Das lockt ebenfalls den Alpdruck und den Inkubus, Succubus an. Ich kannte mal jemand, der bekam eine schwarze Maria geschenkt von einem Menschen, der sich Christ nannte, oder einen Rosenkranz, der auch sehr merkwürdig aussah. Und ich warnte diesen Menschen, diese Gegenstände mit nach Hause zu nehmen oder sich zu Hause in der Wohnung aufzuhängen. Ja, und dieser Mensch hatte dann auch später oder kurze Zeit später Besuch von schwarzen Gestalten, die ihm die Luft raubten. Was ich auch, bevor ich warnen muss, stellt euch nicht so viele Spiegel im Schlafzimmer oder am besten überhaupt keine, denn auch die bilden Tore für unreine Geister und Dämonen. Was glaubt ihr, warum so viele Method-Actor in Hollywood ihre Rollen vor vielen Spiegeln einstudieren? Und selbst Michael Jackson sagte mal in einem Interview, dass er seine Ideen für seine Songs in einem Raum voller Spiegel bekommt oder bekam, wo er dann laut eigener Aussage den Geist
von Liberace channelte. Tragt auch beim Schlafen keine Kleidung mit okkulten Symbolen drauf. Keine kleinen Monster, auch wenn sie noch so süß aussehen. Oder nehmt keine Monster als Stofftiere oder als Figuren mit ins Bett. Auch keine auf der Kleidung, keine Totenköpfe oder Gerippe. Hört auch im Bett keine Heavy-Metal-Musik, kein Hardrock oder Musik, die voller Okkultismus, Blasphemie und Rebellion ist. Dazu gehört auch Hip-Hop. Oder auch Pseudo-Gospel-Musik von angeblichen christlichen Gruppen. Ich kann da nur warnen, insbesondere vor solchen Gruppen wie Hillsong. Stellt euch auch keine Buddha-Statuen ins Schlafzimmer. Auf keinen Fall. Ich wiederhole, auf keinen Fall Traumfänger im Schlafzimmer aufhängen oder gar übers Bett aufhängen. Das ist ganz extrem fatal. Auch keine religiösen Symbole oder Gegenstände aus falschen Religionen. Wenn ihr Urlaub in muslimischen Ländern macht, wundert euch nicht, wenn ihr euch dort einen Inkubus einfangt oder andere Dämonen. Und wenn euch da Leute irgendwelche Glücksbringer schenken wollen oder verkaufen wollen, ich denke da zum Beispiel an so Dinger wie das Auge Allahs, welches in Wirklichkeit das Auge Satans ist. Wenn ihr sowas mitnehmt oder euch als Anhänger um den Hals hängt oder als Schlüsselanhänger, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr dämonische Attacken habt. Nochmal zu diesen kleinen Stofftieren oder so kleine Figürchen wie kleine süße Teufelchen oder Feen, die in Wirklichkeit Dämonen sind oder angebliche Engel darstellen. Wenn ihr sowas habt, habt ihr ebenfalls große Chancen, nachts unfreundlichen Besuch zu bekommen. Des Weiteren können euch auch Bücher, okkulte Bücher oder Bücher, New Age Bücher, können euch unliebsamen Besuch bringen. Da muss man auch sehr aufpassen. Musik-CDs, klar, mit blasphemischen oder okkulten Symbolen auf den Cover haben ähnliche unheimliche Effekte oder negative Effekte. Vergessen darf man auch nicht, dass man den Inkubus, aber auch laut Aussagen durch Familienflüche, durch Generationsflüche vererbt kriegen kann, was es dann wiederum sehr, sehr schwierig macht, denselbigen loszuwerden. Da kann ich nur empfehlen, betet, fastet, tut Buße, bittet Gott, euch von diesen Generations- oder Familienflüchen zu befreien. Weitere Gründe könnten sein, wenn ihr zum Beispiel in eurer Vergangenheit, wenn ihr eine Frau seid, ein Baby abgetrieben habt. Auch dafür könnt ihr aber Buße tun. Wenn ihr Dinge tut, die das Böse glorifizieren oder Gott zornig machen, wundert euch nicht, wenn das Böse zu euch kommt und die Einladung annimmt. Wenn ihr den ganzen Körper voll Tattoos habt, Piercings, wenn ihr riesige Löcher im Ohr habt und da Dornen oder was weiß ich oder kleine, ich habe Leute gesehen, die Teufelshörner als Ohrringe tragen, dann seid ihr logischerweise eine Violine, auf der Satan und seine Bluthunde nur zu gerne spielen werden. Oder wurde in dem Haus, in dem ihr lebt, mal ein Mensch umgebracht? Oder hat sich dort jemand das Leben genommen? Kann euch sowas ebenfalls ein Inkubus, Succubus, Albdruck einbringen? Habt ihr selber oder hat irgendjemand in diesem Haus mit Tarotkarten rumgespielt? Wurde dort Yoga praktiziert, wo hat man dort Gläser gerückt, Geisterbeschwörungen oder mit irgendwelchen Mystizismus rumgespielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ebenfalls groß, dass ihr euch einen Albdruck oder Schlimmeres einfangt. Haltet euch einfach fern von jeglicher Art von New Age. Es gibt ja diese gottlosen Läden, die sprießen ja wie Pilze aus dem Boden. Bücher über Selbstfindung, wie werde ich selbst zu einer Art Gott, Bücher über Hypnose, die bringen euch viel ein, aber nichts davon ist positiv. Das kann ich euch, so viel kann ich euch versprechen. Und dass Drogen jeglicher Art euch auch den Albdruck oder den Inkubus, Succubus einfangen können, muss ich hier wohl gar nicht erst extra erwähnen. Es gibt so viele falsche Dinge, die eine Abscheulichkeit im Auge Gottes sind. Diese hier alle einzeln zu benennen oder zu erwähnen, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen.
Sprechen wir deshalb lieber darüber, was ihr tun könnt, damit euer Schlafzimmer frei ist und ihr vor Angriffen jeglicher Art größtenteils verschont bleibt. Lebt euer Leben für Gott und mit Gott. Seht zu, dass euer Fundament aus Granit besteht. Sucht in erster Linie, in erster Instanz und immer das Königreich Gottes. Sucht nicht euren Ruhm in dieser Matrixwelt. Zieht eure Kinder, wenn ihr Kinder habt, zieht diese nicht mit sozialem Druck auf. Versucht nicht aus euren Kindern den nächsten Einstein zu machen, sondern seid einfach Vorbilder für eure Kinder. Lebt euer Leben so, wie Jesus es seinen Jüngern aufgetragen hat. Und sucht auch nicht nach Ausreden, wie es viele, viele Pseudochristen machen. Legt euch nicht irgendwelche Bibelverse zurecht, so dass jene euer Versagen als Christ rechtfertigen. Das machen leider ganz, ganz, ganz viele Pseudochristen. Müllt euch nicht die Wohnung mit angeblich christlichen Symbolen voll, denn das meiste davon hat mit Christsein überhaupt gar nichts zu tun. Viele legen sich auch eine Bibel auf den Nachttisch und glauben, das würde sie vor dem Succubus schützen. Aber lasst euch gesagt sein, ein Dämon weiß ganz genau, ob ihr wirklich nach der Schrift lebt oder ob ihr Heuchler seid. Ein Dämon merkt oder ein unreiner Geist merkt, ob euer Glaube nur gespielt ist. Das Böse merkt das sofort. Und ihr könnt Gott nichts vormachen, aber ihr könnt auch dem Satan meist nichts vormachen. Und nehmt euch da einfach mal zum Beispiel die alten Dracula-Filme mit Christopher Lee oder noch älter. Nehmt euch die mal als Beispiel. Dort war es nämlich so, das war gar nicht so verkehrt. Dort war es so, dass der Vampir immer erst das Haus betreten konnte, wenn der Hausherr ihn dazu eingeladen hat. Und genau so ist es auch in der Realität. Ladet das Böse ein und das Böse wird kommen. Seid deshalb im Licht und nicht in der Dunkelheit. Mangelnde Vergebung, versteckter Hass, Missgunst, Neid, Trauer, übermäßige Trauer, Traumata. Seht zu, dass ihr all sowas aus eurem Leben und aus eurem Herzen verbannt. Tut Buße dafür. Dann werdet ihr nicht nur in eurem Schlaf vom Bösen verschont bleiben, sondern zum größten Teil auch außerhalb des Schlafzimmers. Haltet euch fern von jeglichen Exzessen, dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Die Bibel sagt zwar nicht, wie lange wir dem Satan widerstehen müssen oder sollten und wann er genau dann vor uns fliehen wird, aber macht einfach dieses Prinzip zu eurer Lebensmaxime. Das ist ganz wichtig. Glaubt an Gott, und zwar von ganzem Herzen. Fürchtet Gott. Fürchtet nicht den Satan, fürchtet nicht das, was seine Diener euch antun können. Ich habe festgestellt, bei vielen Christen ist die Angst vor dem Satan weitaus größer als ihr Vertrauen in Gott. Oder was mir auch aufgefallen ist, das genau andere Extrem. Zum Beispiel meinen manche Christen, Gott würde ja ständig für sie alle heißen Kohlen aus dem Feuer holen und meinen, Satan hätte ja keinerlei Macht über sie. Aber ihre Art zu leben, ihre sündige Art zu leben, zeigt, dass Satan längst sämtliche Autoritäten über sie gewonnen hat. Prüft euch selbst, schaut und erkennt, auf welcher Seite ihr momentan steht und was ihr tun könnt, um verschont zu bleiben von solchen Angriffen. Ja, ich muss feststellen, natürlich konnte ich auch heute das Gesamtthema auch nur anschneiden. Aber trotzdem seht ihr, es sind schon fast 45 Minuten. Ich muss aber langsam zum Ende kommen. Falls ihr oder wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mich einfach an. Bis zum nächsten Video und ich wünsche euch Gottes Segen. Ciao.